Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich wollte euch heute kurz zwei Geschenkideen für den Valentinstag vorstellen. Die sind beide... Meine Kamera spinnt. Die sind beide von Red Bag. Ich verlinke euch die Seite unten in der Infobox. Genauso wie direkte Links zu den Valentinstagsgeschenken. Und wir fangen mal an mit der persönlichen Holzpostkarte. Und zwar würde das so bei euch ankommen. Die Vorderseite ist sozusagen blank. Hinten habt ihr dann typisch wie bei einer Postkarte hier, die Seite wäre dann auch wieder frei. Und hier vorne könnt ihr zum Beispiel mit einem Schlüssel eure ganz persönliche Nachricht hier vorne einritzen, einschnitzen. Und auf dem Teil könnt ihr noch eine Nachricht zum Beispiel mit Filzstift oder auch Edding schreiben. Ich finde das eine sehr süße Idee für Paare, die, ich glaube Valentinstag ist diese Woche an einem Donnerstag oder Freitag, für Paare, die distanzmäßig voneinander getrennt sind, also die sich vielleicht auch an dem Tag nicht sehen können, ist das mal eine ausgefallene Idee. Es ist nur was ganz Kleines, weil einige Paare machen diesen Hype des Valentinstags ja auch nicht unbedingt so großartig mit, aber das ist so eine süße Kleinigkeit. Und das Ganze kostet, lasst mich nachschauen, 4,95 Euro, also absolut super. Ich werde euch heute nur die Produkte zeigen und in einem späteren Video werde ich euch dann zeigen, wie ich das Ganze personalisiere für mich. Werde euch dann auch zeigen, ob das so einfach mit einem Schlüssel geht, wie es hier beschrieben wird. Und ja, aber erstmal, dass ihr vielleicht schon mal auf der Seite stöbern könnt, wenn euch das interessiert. Wie gesagt, das ist die persönliche Holzpostkarte. Und dann haben wir noch etwas, was ihr personalisieren könnt, individuell gestalten könnt. Und zwar ist es ein Lebkuchenherz. Und da kommt hier so ein Bastelzucker mit. Und damit könnt ihr das Lebkuchenherz selber gestalten. Also ich hatte zum Beispiel immer das Problem, wenn man so auf Jahrmärkten ist oder so, dass mir die Sprüche zu abgedroschen drauf sind oder dass es auf uns nicht passt. Oder ja, wir sind ja auch nicht so ein Mainstream-Pärchen. Und dann kann man das hier individuell gestalten. Vielleicht auch mit dem Spitznamen des Partners oder so, wenn der ein bisschen ausgefallener ist. Huch. Und das finde ich eine echt klasse Sache. Darüber wird sich mein Mann freuen. Mein Mann ist niemand, der die irgendwie aufhängen würde und aufbewahren würde. Der ist das auch wirklich. Und mal schauen, was ich draufschreibe. Auch das werde ich euch in dem späteren Video zeigen. Ich denke, ich werde das nächste Video mit meiner Schwester zusammen machen. Wir werden diese zwei Geschenke untereinander aufteilen. Jeder macht es für seinen Partner. Ich für meinen Mann, sie für ihren Freund. Und das Lebkuchenherz kostet 9,95 Euro. Auch das finde ich einen absolut akzeptablen Preis. Ja, genau, ihr habt ja natürlich nochmal so diese klassischen, was man denn auch draufschreiben könnte. Hier hinten ist dann nochmal eine detaillierte Anleitung, wie man das Ganze macht. Das ist wirklich ganz, ganz einfach. Ihr packt das Herz aus dieser Folie aus, dann schneidet ihr den Bastelzucker einfach mit einer Schere auf. Die Buchstaben könnt ihr dann auf einem Blatt Papier auch erstmal üben, wenn ihr euch unsicher seid. Und dann beschriftet ihr halt das Herz. Dann lasst ihr das ordentlich trocknen. Und dann könnt ihr das wieder in einen Beutel mit Umhängeband verpacken. Genau. Ich finde das eine super Sache. Es ist mal was anderes als Süßigkeiten oder Blumen oder ein Parfum oder irgend sowas. Es ist mal echt was anderes und ich finde es schön, dass man da sein ganz persönliches Geschenk einfach draus machen kann. Ja, wie gesagt, ich verlinke euch alles in der Infobox, könnt ihr ja da nochmal stöbern, was euch so gefällt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, ob ihr den Valentinstag zelebriert, wie ihr ihn feiert oder ob ihr das für Unfug haltet. Und ja, und dann zeige ich euch im nächsten Video, wie wir das Ganze gestalten. Wir sehen uns dann ganz bald wieder. Tschüss!